was den Anfang angeht, also vor 47 Jahren, eben morgen vor 47 Jahren, hatten wir uns kennengelernt, also den ersten sehr langen Spaziergang zusammen gemacht. 10 Jahre und 2 Monate später, das war 1986 im April, da war das Seminar bei Virginia Satir in Maulov 3 Wochen lang. Und am Ende dieser Zeit in Maulov war damals gerade das Unglück von Tschernobyl. Und dadurch erinnere ich mich an das Datum auch noch so einigermaßen genau. Und da war, man könnte sagen, sowohl eine Art der Erschütterung wie ein Gefühl, dass es ganz auch eine besondere Kraft geben kann, zu sehen, dass da sozusagen derart ernste und derart umfassende Probleme außen sind. Und dass diese Probleme nur verstanden und angegangen und vielleicht in irgendeiner Weise beeinflusst werden können, wenn wir andere Formen des Miteinanders und auch andere Formen der lebendigen Modellierung von Problemen finden. Also insofern spielte das eine Rolle. Und wir hatten schon seit den, also in den späten 70er Jahren hatten wir hypnotherapeutische Sachen der Ericksonschen Form kennengelernt. Anfang der 80er Jahre Steve DeShazer, und seit 86 fing dann, hatten wir eine Experimentalgruppe, die in dieser ganzen Zeit lief. Und die haben wir dann eben seit 86 auch stark auf satirische Arbeit ausgerichtet. Und dann 89 lernten wir Familienaufstellung kennen und haben dann begonnen, das mit unserem Interesse an diesen formalen Strukturen zu verbinden. Und dadurch entstand dann 89 die Problemaufstellung und auch im selben Jahr schon so die ersten Formen mit der Trilemma-Aufstellung. Und Das kam danach, weil du sagst, ach, ich würde so gern mal eine Formel aufstellen. Ja, ich sage, okay, mach mal. Welche denn? Ne? Und dann sagt er, er interessiert sich eigentlich am meisten für das Tetralemma. zu dem Zeitpunkt, weil es eben eine in der Paradoxientheorie diskutierte Struktur war, wobei das zu tun hatte unter anderem mit dem Einfluss von Varela und dessen Rezeption von Spencer Brown. Und da gab es einige paradoxientheoretisch nicht überzeugende, aber trotzdem anregende Versuche, auch formaler Art, bei Varela und Kaufmann. Und die Louis Kaufmann dann ganz anders und reicher weiterentwickelt hat. Und gleichzeitig hatten wir unter anderem durch Hinweise von der Kim Lan Tai-ti, die uns sozusagen hinwies auf Parallelen zu Entwicklungen der frühen buddhistischen Logik, hatten wir uns dann mit dem Tetralemma in der indischen und buddhistischen Philosophie und Logik befasst. Und so entstanden dann, man könnte sagen, die Anregungen, aus die wir dann kombiniert mit der modernen Paradoxientheorie unsere Formate machten. Also das war jetzt 76 das Kennenlernen, 86 die Virginia Satir und 89 dann die Familienaufstellungen. Und irgendwann so in der Mitte des Jahres 89, also so im Februar war das auch, glaube ich, wieder mit den ersten Familienaufstellungen, und dann irgendwann Mitte des Jahres, Mai oder so. Ich glaube, das waren eventuell sogar Sachen in der Kästner-Häusler-Stiftung, wo wir die ersten Seminare mit Tetralemma-Aufstellungen machten, wenn ich mich Ja, richtig kann leicht erinnere. sein, kann leicht Die, sein, das war ja. eine Stiftung, die für Seminare Und ich habe wunderschöne mich auch. Räume zur Verfügung stellten, und wir konnten uns damals auch gar nicht leisten, irgendwo Räume zu mieten. Und da hatten wir so ein kleines Schlösschen mit einem schönen Raum, wo wir eben sozusagen Wochenendtagungen, wir kriegten dann sogar noch etwas Bewirtung, das fanden wir damals absolut surreal, großzügig. Und wir haben auch, wenn ich mich richtig erinnere, Steve DeShazer im Rahmen der Kästner-Häusler-Stiftung damals eingeladen. Also ich Ja, erinnere das mich weiß ich jetzt irgendwie, dass nicht er mehr. da auch einmal mit uns war oder mehrmals vielleicht sogar. Und dann wurden diese Sachen in die Experimentalgruppe übertragen. Und 5 Jahre später war es dann soweit, dass wir begonnen Dann haben haben wir es mal mit auf einem Kongress gezeigt. ja, das Ja. war ja in der Zeit waren auch so 86, in der Zeit waren auch so Seminare mit Gunter Schmidt am Koloman damals in München, und dadurch lernten wir seinen Zweig von Ericksonscher Arbeit auch kennen. Davor hatten wir ja über Michael Kahn und Ja. andere Ericksonsche Hypnotherapie, das war aber schon in den späten 70er Jahren, kennengelernt. Und dann 1900, irgendwie in den frühen 90er Jahren, waren dann so erste auch Demonstrationen auf Konferenzen und anderem.
Und dann hatten wir sozusagen einen für Arbeit mit Strukturaufstellungen auch diese ziemlich intensiv laufende Gruppe mit vielen Kollegen, die irgendwann mal angefangen hatte mit im ersten Jahr so mit 8 Personen und wo am Schluss dann irgendwie, ich glaube, etwa 130 bis 140 Leute auf einer Adressenliste waren, von denen immer also mehrere Dutzend auch zu den Treffen kamen. Mhm. Also es war, und dann war es alles in der Entwicklungsphase. Da haben wir quasi, wir haben quasi Kollegen als Repräsentanten gehabt und gearbeitet haben wir mit Klienten von mir, bei denen ich den Eindruck hatte, dass jetzt günstig eine Aufstellung wäre. Ja. Und die sind dann quasi in diesen Kreis von den Kollegen gekommen und haben aus denen die Repräsentanten ausgewählt. Ja. Wir haben dann die Aufstellung durchgeführt. Die Klienten waren immer sehr beglückt. Ja. Und die Kollegen, die haben dann, die sind gekommen, weil sie lernen wollten, wie wir arbeiten. Und das war hier im Raum? Das war in diesem Raum. Sehr, sehr viele Treffen. Da hatten wir in diesem Raum. Also, wie gesagt, das umfangreichste Treffen war mal, 40 als wir, Leute. Eigentlich schon relativ gut besetzt waren mit etwa 18 Leuten in dem Raum, weil er mit 12 Leuten eigentlich überfüllt war. Und dann kam eine Gruppe mit einer griechischen Professorin, von, die gerade zu Gast war bei einem Experimentalpsychologen hier in München. Und die hatte noch Assistenten und dann noch verschiedene Leute von der Uni dabei. Und denen hatten sie das erzählt und die fand das interessant. Und dann hatten wir also plötzlich noch eine größere Anzahl griechisch und englisch sprechender Gäste, von denen einige auch kein Englisch sagten, sodass zwischendurch dann noch ins Griechische übersetzt werden musste. Und die saßen auf diesen Kissen, nicht? Ja, ja. Wir zeigen sie mal her, diese Kissen. Diese Meditationskissen, ja. Auf denen und ich weiß noch, dass der Platz, den man zum Aufstellen übrig hatte, dass da was in der Gegend von 2,5 Quadratmetern war oder so, weil der Raum einfach so dicht gefüllt war. Und das waren also knapp 40. Und ich kann mich noch erinnern, bei dieser Aufstellung, wo so viele waren, meine Klientin kam rein und sagte, ups, na, sagte sie, jetzt ist schon alles wurscht, ja. Und setzen Sie mich zu mir. Ja, also der Raum war sowas von überfüllt. Und da habe ich mit ihr die Aufstellung gemacht, ja, und dann... dann hat sich diese Angst, die war am Anfang da, aber die hat sich dann so... Die Platzangst. Bitte? War das die Klientin mit der Platzangst? Das war nicht das Thema, aber sie hatte es wohl. Aha, verstehe. Weil sie hat sofort, wie sie sagt, als erstes war, oh, aber sagt jetzt, ist ja schon alles wurscht. Ja? Und dann haben wir uns zusammengesetzt, mich kannte sie ja und hat sie gleich wieder Vertrauen gefunden. Ja? Und dann hat sie dann gemerkt, dass sie, obwohl der Raum vollkommen überfüllt war, sie da mit der Aufstellung mit mir arbeiten konnte. Ja? Und sie hat ja auch gemerkt, dass das zu ihrem Wohl war. Also das heißt, dieses Thema war danach gegessen. Ja, es war sozusagen nebenbei erledigt. Nebenbei. Aber ich weiß nicht mehr, was ihr Hauptthema gewesen ist, aber das war ein anderes. Ja. Ein bisschen hatte das eigentlich auch mit Unterschiedsbasierung zu tun. Und zwar, weil wir da sehen konnten, dass man eben zur Darstellung einer großen Entfernung im Inneren oder sogar einer großen Entfernung im Äußeren, wenn es zum Beispiel um eine Auswanderung gegangen wäre, im Raum keine großen Entfernungen brauchte. Ja, hatten wir öfters hier, dass wir sagen mussten, wandert aus, das weiß ich, nach Australien, bitte der Repräsentant geht 1 Zentimeter zurück und das ist dann der Weg nach Australien. Ja, weil mehr Platz war einfach nicht zur Verfügung. Und darum konnte man sagen, es geht um Unterschiede, die andere Unterschiede darstellen. Aber die Vorstellung, dass die Art der Unterschiedsbildung so ähnlich sein muss, die war übertrieben. Und das heißt einfach, eine ganz kleine räumliche Veränderung kann einen ganz großen Schritt innerlich wie äußerlich bedeuten. Und darum ist eigentlich das Interessante, wie man zur Verfügung stehende Möglichkeiten der Bildung von Unterschieden nützen kann, andere Arten von Unterschieden sozusagen innerlich entstehen zu lassen. Und so entstand natürlich auch dieses, dass wir dann im Laufe der Jahre und Jahrzehnte danach zum Beispiel so Fragen wie, wie fühlst du dich oder wie geht es dir, die viele Menschen in Aufstellungen verwenden, eigentlich als Kunstfehler angesehen haben. Weil wenn ich in einem absoluten Wert frage, so etwas, wo man sozusagen mit einer einzelnen Angabe antworten könnte, da muss ich jetzt noch wissen, ob der Betreffende die Tendenz hat, sich unterschwellig oder oberschwellig auszudrücken, enthusiastisch oder etwas eher nach unten spielt. Und ich muss also ungeheuer viel über persönliche Eigenschaften und Sitten und Gebräuche der Person wissen. Während wenn ich nach Unterschieden frage, wenn einer auf einer Skala von 3 auf 4 gekommen wäre und ein anderer wäre von 7 auf 7,5 gekommen, habe ich keine Ahnung, was
wie diese beiden Skalen objektiv miteinander verbunden wären. Aber ich kann sagen, dass beide zum Beispiel über eine Verbesserung sprechen, wenn der obere Wert der Skala, also zum Beispiel 10, als erwünschter Wert angesehen ist. Und dadurch bekommt man zwar keine Objektivität, aber eine ausreichend hohe Intersubjektivität, die die Beliebigkeiten aufhebt. Und darum ist diese Unterschiedsbasierung dann so etwas geworden, was gerade bei deiner Art der Arbeit, die ja immer Lösungsfokussierung so stark dann mit diesen therapeutischen und Gruppensimulationselementen verbunden hat. Über die Unterschiedsbasierung konnte man diese Form der Idee der Strukturaufstellung mit der Idee zum Beispiel der Grundprinzipien der lösungsfokussierten Arbeit so gut verbinden.